Und wie angekündigt habe ich jetzt Bruno Adam Wolf aus dem Stadtrat zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie werfen Oberbürgermeister Stefan Schostock autokratisches Handeln vor in Bezug auf die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025. Was verbirgt sich denn genau hinter dieser Anschuldigung? Also als allererstes muss ich sagen, Stefan Schostock ist ein Mensch, der meine volle Hochachtung hat. Er ist ein äußerst fairer Oberbürgermeister und ich mag ihn menschlich auch sehr gerne. Also das nur. Und ich wünsche ihm auch gute Besserung. Er war jetzt krank eine Zeit lang. Ich glaube, das Ganze hat ihn auch sehr mitgenommen, der ganze Ablauf, auch vorher mit Herke, die Geschichte. Und ich glaube, er kommt so langsam hoffentlich wieder in die Hufe und ich wünsche ihm absolut gute Besserung. Gut, da haben wir das schon mal abgehakt. Erstmal, ja. Ja, in Bezug auf autokratisches Handeln. Also das Wort ist ein bisschen heftig, das war auch ein bisschen überspitzt gewählt, mit Absicht auch, um damit was aufzuzeigen. Wir als Politiker der Stadt Hannover, als Kommunalpolitiker und ich als Pirat und interessiert an Kulturpolitik vor allen Dingen, hätte mir gewünscht, dass von vornherein bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt alle Gruppen mit einbezogen worden wären, und zwar vom ersten Schritt an. Also auch gemeinsame Entwicklung von Konzepten, Ideen und so weiter. Das ist ganz am Anfang passiert. Es gab Ansätze dazu und das wurde dann abrupt mit der Causa Herke abgebrochen. Da hat dann der Oberbürgermeister die ganze Geschichte an sich gezogen und hat mit dem Oberbürgermeisterbüro das Ganze auf eigene Faust durchgezogen oder hat zumindest angefangen damit. Das hat natürlich für böses Blut gesorgt. Nicht nur bei uns in der Gruppe, sondern auch in den anderen, unter anderem in seiner eigenen Partei bzw. Fraktion. Und die Grundlage davon ist der Gedanke, dass Kultur in Hannover, eine Stadt, die sich als Kulturhauptstadt Europas bewirbt, einer Definition bedarf, die sehr mit sozialen Belangen zu tun hat. Hannover ist eine soziale Stadt. Hier passiert eigentlich alles im Kontext und gemeinsam. Und auch so eine Bewerbung, vor allen Dingen so eine Bewerbung, soll nach außen zeigen, wie die interne Kultur einer Stadt funktioniert. Und unsere Kultur ist eine Willkommenskultur. Wir sind eine Stadt, die sehr offen ist gegenüber dem Außen, dem Europäischen generell, aber auch gegenüber Menschen, die herkommen. Und der Umgang miteinander hat sehr viel mit Kultur zu tun. Und ich denke, auch die Organisatoren und die Organisation muss das widerspiegeln. Also wir können nicht als zerstrittene Gruppe innerhalb der Stadt Hannover uns für eine Kulturhauptstadt bewerben, wenn ein großer Teil dieser Kultur eine soziale Kultur ist. Dann können Sie es vielleicht noch mal ganz kurz sagen, aus Ihrer Sicht, was ist denn für Sie Kulturhauptstadt Hannover? Die Kulturhauptstadt Hannover trägt sich aus meiner Sicht im Umgang miteinander. Also Kultur in dieser Stadt wird geprägt durch Konsens größtenteils, durch gemeinsames Vorwärtsgehen und vor allen Dingen am Mitnehmen der Schwächsten in der Gesellschaft in das oder mit dem, was wir Kultur nennen. Das heißt, eine Kulturhauptstadt muss getragen werden von einem ganz breiten Konsens, von allen in dieser Stadt. Und das kann nur dann funktionieren, wenn jeder sieht, was hat diese Stadt letztendlich eigentlich davon. Und nicht im Gegenteil Angst haben muss, dass dann die Mieten hochgehen oder ähnliche Dinge, wie es bei Großveranstaltungen oder Ähnlichem überall eigentlich passiert. Und das ist in Hannover zum Glück auch bei der Expo nicht passiert. Da hatten wir eigentlich so am Anfang auch eine sehr kritische und sehr vorsichtige Herangehensweise. Das wurde ja auch ganz knapp beschlossen, nur, dass Hannover sich bewirbt und hinterher war es ein großes Ereignis und letztendlich sind alle mitgegangen und haben sich gefreut. Und Hannover ist dadurch auch ein Stückchen weitergekommen und alle haben sich letztendlich gemeinsam dahin bewegt. Das sind schöne Schlussworte. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht mit der Bewerbung, denn fest steht du das ja dann immer noch nicht. Bruno Adam Wolf aus dem Stadtrat Hannover, vielen Dank für das Gespräch und wir machen weiter. Ich danke Ihnen.